Ja, Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Org Trail. Ich bin es, euer MC Mafix. Im letzten Part haben wir jetzt hier St. Louis erreicht. Unser Auto ein bisschen upgraded und wir können mal schauen, wie viel wir schon geschafft haben. Schon nicht schlecht. Hier seht ihr, alles wurde hier, nuklearen Angriff zerstört. So, St. Louis, wir haben ungefähr ein Viertel des Weges, würde ich sagen. So 1400 Meilen haben wir schon zurückgelegt. So. Und dafür sieht es noch gut aus, sonst ist halt Tobi immer noch gebissen. Übrigens, wir können hier unsere Teamkollegen töten, wenn wir wollen. Also ihr seht hier, wenn es euch durchlässt, da steht eben, dass wir, dass also Infected Members, dass wir, wenn wir Sorgen haben, dass sie uns angreifen, dass wir sie töten, dann können wir sie töten. Aber die kommen, also hier steht auch, dass die halt wirklich nur sich verwandeln, wenn sie sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Also bei mir hat sich noch niemand verwandelt. Aber wir werden es sicher noch irgendwann mal herausfinden. Wahrscheinlich am eigenen Leib. So, jetzt haben wir keine Batterie. Nein, ich bin so... Och, ich bin echt so blöd. Ich habe im letzten Part einen Muffler gekauft und ich wollte eigentlich eine Batterie kaufen. Oh, ich bin so scheiße. Achso, die haben gar keine Batterien. Oh Leute, ich bin so schlecht, Mann. Wenn jetzt meine Batterie kaputt geht. Immer das Cross of Heart of Zombies. Ach, kack drauf. Ich bin jetzt deprimiert. Alert, so. Oh, ich bin so schlecht, Mann. Ravenous. Warte mal nochmal ein bisschen. Komm, immer noch Ravenous. Warte mal nochmal eine Stunde. Muss ich meine ganze Nahrung verbraten oder was? Lokal. Hotel Massive. Ach, super. So, schauen wir mal. Ich werde die Hälfte meiner Ressourcen verlieren. Komm, komm. Ja! Ha! Wird mir stinken, wenn ich hier bin. You successfully snuck through the horde. So, Glück gehabt. 186 bis zum nächsten Mansion. You took the wrong turn. Sehr schön. Mein Gott. Deadly, hier, ich wollte gerade scavengen gehen, aber das ist hier keine so gute Idee. Check engine light is on. Oh nein, oh nein. The road is impossible, finding... Oh nein, oh nein, oh nein. Wenn es mir... Bitte gehen wir nicht die Batterien alle. Nicht die Batterien, alles außer die Batterien. Emre ist typhoid. Ach Emre, was ist denn schon wieder mit dir los, du Spacken? Du kannst ja auch nichts. Bist du so schlimm wie Tobi? So, Glenn tells you a really good joke. Everyone is on high speed. Spirit. Yeah, Glenn, der macht mal wieder seine schlechten Witze. So. Die Höhle. So, was gibt's in der Höhle? Ein Job. Auf gut Glück. Auf gut Glück, Leute. Wir haben nur noch 378 Schüsse. Wir müssen uns jetzt als nächstes Munition kaufen. Wir haben leider keine Wahl mehr. Das ist echt scheiße. Und wir müssen eine Batterie kaufen. Ich glaube, ich muss jetzt echt sehr viel meiner Ressourcen mal verbraten jetzt. Also verbraten, weil ich verkaufen. So, weil ich habe gerade echt keine Wahl mehr. Und warum treffe ich gerade nichts? Verdammt. Verdammt. Scheiße. Komm, hau den weg. Ja, und das. Und da geht meine Munition wieder hin. So, ich muss jetzt... Ich bekomme doch, für die bekomme ich doch ein bisschen Kohle. Naja, ich werde wahrscheinlich so viel Kohle bekommen, dass ich mir wahrscheinlich einmal Munition kaufen kann. Und da, ich habe wahrscheinlich hier mehr Munition verballert, als ich kaufe. Das ist so typisch. Ach, warum mache ich diese Mission überhaupt? Ich mache die echt jetzt. Ich muss ein bisschen mehr darauf achten, was ich bei der Munition bekomme. Bei der Mission. Die haben nicht, ah doch, die haben Ammo. Das hast du ja immer für 13, ja, mach mal. So. Habe ich schon gekauft, oder? Aber am Munition sieht es leider echt nicht mehr gut. So, Jobs haben die eh keinen mehr. So, verlassen wir die Stadt. So, 106 Meilen nach Memphis. Okay, schauen wir mal. Someone farted. Boah, Basti, ich weiß doch, dass das du warst. Versteck dich nicht so. Ich weiß doch. You're scared of a bandit siphoning your gas tank. Hässlichen Banditen schon wieder. Sieht aus wie der Louvre. Memphis. Okay. Sieht aber echt ein bisschen aus wie der Louvre. So. Oh, ey, Fuel, Alter. Sehr geil, sehr geil. Also die Mission machen wir, die anderen sicher nicht. Und nur für Dangerous. Das ist ja geschenkt, Mann. Das ist mal richtig geschenkt. So, die Mission darf ich nicht verkacken. Wenn ich die verkacke, hänge ich mich auf, Leute. So. Ab! So. Ah, Leute, das lohnt sich mal hier echt. Für 8 Benzintanks. Ein paar probige Banditen alle machen. Es sind nicht mehr so viele gewesen. So. Richtig gut. 8 Öltanks. Benzintanks, wie auch immer. So, für 17 Dollar fahr zur Hölle. Oder was ist es? Defense. Nee, Defense ganz sicher nicht. Scavenging würde ich noch machen, aber nee.
Super, können wir nichts von beiden kaufen und... Nee, dann müssen wir das hier replacen und ich will ja nicht replacen hier. So, Jobs. Können wir verteidigen. Ammo. Kann man es leider keine kaufen. Ich würde sagen, ich verkaufe ein bisschen Nahrung. 4. So, wir haben immer noch genug. Ich habe keine Lust, gerade scavengen zu gehen, muss ich sagen. So, ach, wir müssen ein bisschen Munition wieder kaufen. Entschuldigung. Auch ein Maxi muss man niesen. So. Wir haben halt keine Batterie, Mann. Das ist das Schlimme dran. So, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt schon wieder die Biker-Gang. Oh nee, gar keine Lust. Und mein Auto hat relativ wenig Leben. Also wenn die uns down kriegen, mal abgesehen davon, dass das Auto dann halb hin ist, klauen uns dann richtig viel Ressourcen. Und das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich würde lieber einfach den Ember geben und der und dafür den, keine Ahnung, den Sklaven den verkaufen. Das wäre doch viel besser. Von wenn wir alle gewinnen. So. Bam. Lasst mich in Ruhe, blöden hässlichen Banditen. Ich tue euch doch nichts. Okay, eigentlich schon. Eigentlich tue ich denen voll viel. Mein Gott, das kann nicht so viel Motorbikes, die noch funktionierende Zombie-Apokalypse geben. Bam, bam, bam. Und bam. Und bam. So, war's das jetzt mal. So, ich hoffe, das war der letzte. Die Biker haben jetzt erstmal ihre Lektion gelernt. Legt euch nicht mit dem Maxi an. Und seinen Typen da. 196 Meilen bis zum Gefängnis. Ach Leute, da werden wir jetzt hier den lieben netten Rick und seine Freunde treffen. So, 56 kann, das ist super. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz hier noch einen auf Scavenger. Komm. A Bandit sneaks up on you and... Scheiße! Nein. Tobi wurde angegriffen. Nein, Leute. Ich habe das noch nie geschafft. Ich habe das noch nie geschafft, ihn zu verteidigen. Geht! Nein! Tobi! Alter! Tobi ist tot, Leute. Tobi ist tot. Ich hasse das, Mann. Das kann man nicht zielen. Das ist so furchtbar, da zu zielen in dem Spiel. Leute. Unser erstes Opfer mussten wir beklagen. Tobias. AKA Tobi ist tot. Tut mir leid, mein Freund. Es war Basti schuld. Ihr habt das alle gesehen. Nein, 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 nein. Nein, ich möchte jetzt nicht noch... Oh, sehr gut. Oh, Leute. Warum? Dieser Kackbandit, Mann. Hätten wir das nicht irgendwie aushandeln können? 20 Food und 20 Dollar und Scrap. Ich möchte aber gerade einfach lieber Nahrung haben. Also das ist alles andere, Mann. Ey, Mann, unser erstes Mitglied ist gestorben. Und damit ist unsere Truppe schon kleiner geworden. Naja, ein Maul weniger zu stoppen, würde ich mal sagen. Ey, wir finden gerade so viel Schrott, aber wir finden einfach kein einzige, fast gar nichts mehr zum Essen. So, das ist immer ein Candy Regal. So, Happy Halloween, Bitches, würde ich mal sagen. Oh, scheiße. Bam. Ah, Geldsack. Ich will aber trotzdem jetzt mal wieder Essen haben, Mann. Ihr spawnt so wenig Essen in letzter Zeit. Komm. Lauf, 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 lauf. Einfach weglaufen. Ich will wieder auf so 700 Nahrung kommen. Das Problem ist, wenn wir in irgendeine Zone mal kommen, wo halt nur noch Deadly ist. Ach, schon wieder noch 100. Wo halt wirklich Deadly mal ist, dann können wir da sicher nicht scavengen gehen. Und das wäre halt echt dann schlecht, wenn wir Essen ausgeht. Ja, aber da hat jemand seinen Halloween-Korb vergessen, würde ich mal sagen. Süßes oder saures. Nein, ein Bossfight! Leute, das war's. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Ich gebe auf. Ich gebe auf, ich gebe auf, ich gebe auf, Leute. Ja, es gibt in diesem Spiel Bossfights. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Oh, ich habe einen Bossfight bis jetzt überlebt. Das war so ein Glück, Mann. Und den kenne ich nicht mal, den Bossfight. Komm. Alter, frisst der viel Muni. Ich will nicht von dir umarmen werden, Frankenstein. Okay. Okay, ich dachte, den muss man töten. So viel Muni haben wir rausgehauen. Das war richtig blöd. So, jetzt haben wir 108 Schatz. Da kann man jetzt hier erstmal repairen. Und so. Tobias ist gegangen. Und Emre ist halt immer noch krank. Das ärgert mich richtig. Was? Alter, bei 92%iger Chance. Bei 92. Also, das ist bis jetzt der furchtbarste Part ever. Tobi ist tot. 92%. 92% und er hat es nicht geschafft. Was?
Alter. 92%. Musste ich raushauen. 30 hässliche Ressourcen. Mann, ey. Ah, mach mal kurz mal Pause hier. 30. Es ist so furchtbar, Leute. Es ist so furchtbar. Und dann kommt noch diese hässliche Manditon, klaut sich hier Tobi, Mann. Was hat Tobi denen getan, Mann? Er ist nein, egal, er war eh ein Zombie. Warte, er ist ein Zombie. Achso, er ist tot. Gut. Ich dachte, verwandle ich ihn in einen Zombie jetzt irgendwie. So, egal. So. Halbwegs gut, passt alles und nächste Landmeile ist in 106 Meilen, so. Sollte man Batterie rechnen. Glenn wandert off and can't be found. Was? Glenn! Ist ebenfalls. Alter. Ihr Fire in. Der furchtbarste Part ever. Unser Nahrung. Wir haben gerade $12 verloren. Unser zweites Teammitglied ist gestorben, ohne dass wir irgendwas machen könnten. Glenn hat sich im Wald verirrt und ist tot. Gone. A question of edibility of some of your food. You toss it to be safe. Das Gefängnis. Leute, das Leben ist so unfair, Mann. Das Leben ist so unfair. Und die haben nicht mal Munition. Das lohnt sich nicht. Kommen wir direkt weiter. Ja, und das nächste reicht mir das. Oh. Basti gets out to take a piss. Was? Was? Also langsam wird's unlustig. A battery. Leute, wir werden in diesem Part draufgehen. Wir werden draufgehen. Wir haben keine Chance mehr. Drei Teamkollegen sind in einem Part gestorben. Dabei sind wir echt weit gereist. So weit war ich noch nie und ich verstehe es nicht. Trade. A survivor has one of the. Ja, 42 Foods. Sehr gut. A stranger is willing to trade one of the medikit. For 81. Mach mal. Nur noch ich und Embra sind da. Wir speeden. Alle anderen sind tot. Und verloren gegangen. Alter Mann. Basti, warum pisst du auch in der Nacht, Mann? Schaut euch an, wir sind nur noch zu zweit. Ich und Embra, die beiden tapferen Recken. Die einzigen, die noch da sind. Basti ist beim Pissen gestorben. Tobi wurde immerhin von einem Banditen erschossen und Glenn hat sich im Wald verirrt. Es ist furchtbar, Leute. Ja, die grausame Welt der Zombie-Apokalypse. Wirklich, die grausame Welt der Zombie-Apokalypse. You find a backpack with some canned food in it. Super. Na, wir haben so viel Nahrung. You get lost in a backcountry. Wir haben so viel Nahrung. Wir haben so gute Ressourcen eigentlich. Und trotzdem bringt uns das gar nichts. Das ist hier Tombstone. Ja, untersuchen wir ihn. Was? Oh, ich wollte ihn noch nicht untersuchen. Na, egal. You're out of water. Es wird immer furchtbarer, Leute. Das Krankenhaus. Ich hoffe, die haben immer Medikits. Leute. Das Krankenhaus. Hey! Ah, Leute. Ihr kennt alle, wer das sein soll. Aha, ihr kennt auch, wer die sein sollen. Ja, das sind hier die Charaktere aus. Sehr geil. Ich bin noch nie so weit gekommen, deswegen kann ich es nicht sagen. Wusste ich das nicht. Das sind die Charaktere aus Left 4 Dead 1. Hier, Oh, ich habe vergessen, wie ihr sie hat. Oh, ich habe alle. Das ist Louis zumindest hier, der Schwarze. Das ist Bill. Nee, einer von ihnen war Bill und die anderen beiden habe ich vergessen. Aber das sind die Charaktere aus Left 4 Dead 1. Sehr, sehr cool. Und hier natürlich Mercy Hospital, weil die eine Kampagne so heißt. Brauchen wir nicht Jobs. So. Defense. Für Defense ist es mir nicht wert. Ich habe eh so viel Geld. Ich brauche Munition, Junges. Alles andere ist mir wurscht. Und Batterie. Die haben aber nicht mal ein Autoladen. Wir haben so viel Pech gerade. Fressen Medikit, Emre. 318 Meilen nach Dallas. Falling Awake Walzer. Leute, es sieht so furchtbar aus gerade eben. Es wird immer furchtbarer.
drei Teammitglieder mussten wir in diesem Part. Drei Freunde mussten wir in diesem Part. Ja, ihrem Schicksal überlassen. Drei Leute. Und ich werde, es hat nicht geklappt. So, glücklicherweise immer mal etwas Glück. Drei Teammitglieder. Und so viel Schrott müssen wir da lassen, Leute. Das war echt ein furchtbarer Part. Wir haben immer noch keine Batterie. Es sieht nicht gut aus, Leute. Schauen wir mal, was uns der nächste Part bringt. Wir haben schon, ich würde fast sagen, ich würde sagen, knapp die Hälfte haben wir schon geschafft. Oder? Ich glaube, kann man so sagen. Ein bisschen weniger als die Hälfte. Sagen wir mal ein Drittel. Zwei Drittel warten noch. Und diese zwei Drittel werden nicht leichter, Leute. Und ohne drei Teamkollegen. Grausam. Ich und Emre, die beiden tapferen Recken, versuchen jetzt unser Glück. Ich verabschiede mich. Ich war's, euer MC Muffix. Und bis zum nächsten Mal mit Let's Play Organ Trail. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.